Hallo zusammen! In diesem Video gebe ich dir 26 Tipps für Nachtaufnahmen. Nachts zu fotografieren ist gerade für Fotografieanfänger eine besondere Herausforderung. Mit meinen Tipps zur Nachtfotografie wirst du aber einen guten Einstieg in das Fotografieren bei Nacht schaffen. Zuerst erkläre ich dir, welche Ausstattung du benötigst und welche Einstellungen du an deiner Kamera vornehmen musst. Danach gebe ich dir Tipps für bessere Nachtaufnahmen und welche kreativen Ideen du in deine Bilder einfließen lassen kannst. Ich persönlich liebe es, in der Nacht zu fotografieren. Während die Kamera das Foto aufnimmt, kann ich bereits überlegen, wie ich das nächste Bild gestalten möchte. Durch die lange Belichtungszeit habe ich außerdem ausreichend Zeit, das Motiv auf mich wirken zu lassen und den Anblick zu genießen. Nachtaufnahmen Tipp 1 bis 3 – das richtige Kameraequipment. Gerade Anfänger fragen sich oft, welches Equipment benötige ich für diese Art von Fotos. In den nachfolgenden drei Tipps gehe ich darauf ein, welche Kameraausstattung du für das Fotografieren in der Nacht benötigst. Erstens, verwende ein Stativ. Der wichtigste Punkt in der Kameraausstattung ist wohl, dass du in der Nachtfotografie ein Stativ benötigst. Aufgrund der Dunkelheit musst du lange Belichtungszeiten wählen und das Stativ vermeide, dass das Bild verwackelt. Achte beim Einsatz vom Stativ auch darauf, es in einer niedrigen Höhe zu verwenden, da es sonst durch den Wind verwackeln kann. Grundsätzlich kannst du mit jeder Spiegelreflex- oder spiegellosen Kamera Nachtbilder machen. Spätestens bei wenig Licht, zum Beispiel in der Sternfotografie, trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen. Hierfür benötigst du dann eine Kamera mit gutem Rauschverhalten bei höheren ISO-Werten. Eine ausführliche Kameraberatung würde den Rahmen des Videos allerdings sprengen. Solltest du wirklich tiefer in die Nachtfotografie einsteigen wollen, solltest du auf jeden Fall auf das Rauschverhalten achten. Drittens, welche Brennweite verwende ich bei Nachtaufnahmen? Das richtige Objektiv. Generell empfehle ich für Nachtaufnahmen eher ein Weitwinkelobjektiv, da du in der Regel Gebäude oder Landschaften ablichten möchtest. Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn das Objektiv lichtstark ist. Ein Objektiv ist umso lichtstärker, je weiter sich die Blende öffnen lässt. Gerade wenn du Nachtaufnahmen von Sternenhimmel machen möchtest, ist dieser Punkt sehr wichtig. Denn je offener die Blende ist, desto mehr Licht kann auf den Sensor fallen und du kannst kürzer belichten bzw. eine niedrigere ISO verwenden. Auf beide Punkte gehe ich in den richtigen Einstellungen bei Nachtaufnahmen noch einmal genauer ein. Die nächste Frage ist natürlich, was muss ich an meiner Kamera einstellen, um gute Ergebnisse beim Fotografieren in der Nacht zu erzielen? Nachfolgend erkläre ich dir alles, was du zum Thema Kameraeinstellungen in der Nachtfotografie beachten musst. Viertens, fotografiere in RAW-Format. Diesen Tipp habe ich bei meinem Video über die Makrofotografie bereits gegeben und ich kann es nur immer wiederholen. Damit du in der Bildbearbeitung das Beste aus deinen Bildern herausholen kannst, solltest du im RAW-Format fotografieren. So kannst du Unter- und Überbelichtungen oder auch den Weißabgleich korrigieren. Fünftens, schalte den Stabilisator aus. Da du bei Nachtaufnahmen immer ein Stativ verwenden solltest, ist es auch wichtig daran zu denken, dass du den Bildstabilisator ausschaltest. Es kann sonst ebenfalls zu Verwacklungen kommen. Sechstens, verwende einen Selbstauslöser oder Fernauslöser. Ein weiterer wichtiger Hinweis, um Verwacklungen zu vermeiden, ist, dass du entweder den Selbstauslöser oder einen Fernauslöser verwenden solltest. Ich verwende meistens den Selbstauslöser und stelle ihn auf 2 Sekunden ein. Bei Fernauslösern hatte ich schon das Problem, dass dann zum Beispiel die Batterien leer waren und ich keinen Ersatz dabei hatte. Beim Selbstauslöser muss ich weniger Equipment mit mir herumtragen und das Dilemma mit den Batterien kann mir nicht passieren. Siebtens, richtig scharf stellen im Dunkeln. Der Autofokus ist verlockend, wenn man im Dunkeln weder durch den Sucher noch im Display das Bild gut erkennen kann. Dem Autofokus geht es allerdings genauso. Wenn die Kontrastunterschiede ausreichen, dass sich der Autofokus auf diesen Punkt einstellen kann, kannst du diesen nutzen. Ansonsten fokussiere manuell. Bei meiner Kamera habe ich zum Glück die Kantenabhebung. Diese zeichnet mir die scharfen Elemente anhand farbiger Linien ein. Es erleichtert, den Fokus richtig festzulegen. Wenn du gar nichts erkennen kannst und ein Weitwinkelobjektiv verwendest, fährst du mit dem Einstellen auf Fokus unendlich ebenfalls sehr gut. Achtens, welche ISO verwende ich in der Nacht? Auch beim Fotografieren in der Nacht gilt, dass der ISO-Wert so klein wie möglich sein sollte.
Wenn du in einer Stadt fotografierst und diverse Lichtquellen hast, kannst du oftmals mit sehr niedrigen ISO-Werten fotografieren. In diesem Fall verwende ich meistens ISO 100 und passe einfach meine Belichtungszeit an. Bei der Landschaft- und Sternfotografie in der Nacht ist das schon etwas komplizierter. Auf der einen Seite fehlen die externen Lichtquellen und auf der anderen Seite muss die Belichtungszeit kurz genug sein, damit es keine Sternzieher gibt. Beim Fotografieren vom Sternenhimmel in den Bergen von Patagonien musste ich teilweise meine ISO auf 1000 oder 2000 verwenden, um korrekte Belichtungen zu erhalten. 9. Welche Blende eignet sich am besten für Nachtaufnahmen? Auch hier ist es abhängig davon, was du fotografieren möchtest. Generell solltest du beachten, dass bei einer längeren Verschlusszeit, gerade in einer Stadt, die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass sich etwas an dem Motiv verändert. Das können beispielsweise vorbeifahrende Autos oder Fahrradfahrer sein, die Lichtspuren erzeugen. Daher solltest du bei Nachtfotos in Städten keine allzu hohe Blende verwenden. Unter Fotografen gilt hier der Spruch: Bei Fotos in der Nacht nimm Blende 8. Bei Nachtaufnahmen vom Sternenhimmel in der Natur sieht es allerdings schon wieder etwas anders aus. Hier hast du keine externen Lichtquellen und es fehlt an Licht. Aus diesem Grund benötigst du bei dieser Art des Fotografie ein lichtstarkes Objektiv. Bei diesem solltest du die Blende komplett öffnen. Mein Weitwinkelobjektiv hat beispielsweise eine Blende 2.8 und diese nutze ich auch, um Sternbilder zu machen. 10. Die richtige Belichtungszeit in der Nacht. Ich fotografiere bei Nacht immer in der Zeitautomatik. Das heißt, ich gebe die Blende und die ISO vor und die Kamera ermittelt die richtige Belichtungszeit. Da bei Nachtaufnahmen in der Stadt oftmals Teile der Gebäude- und Straßenbeleuchtung überstrahlen, belichte ich dann immer um 0,7 unter, um ausgefressene Stellen zu vermeiden. So finde ich es am einfachsten. 11. Der Weißabgleich. Da ich im RAW-Format fotografiere, kümmere ich mich beim Fotografieren nicht um den Weißabgleich. In der Nachbearbeitung habe ich dadurch ja alle Möglichkeiten, auszuprobieren, wie mir der Weißabgleich am besten gefällt. Nachtfotografie-Tipps 12 bis 17. Meine Tipps für bessere Nachtaufnahmen. Nachdem wir uns nun mit der Kameraausstattung und den Kameraeinstellungen beschäftigt haben, gebe ich dir nun Tipps, wie du bessere Ergebnisse bei Nachtaufnahmen erzielen kannst. 12. Nutze die blaue Stunde. Die blaue Stunde ist ein kurzer Zeitabschnitt zwischen dem Sonnenuntergang und der Nacht. Dieser Beginn der Nacht sorgt für tolle Lichtverhältnisse und eine ganz besondere Stimmung. Bei Bildern zu der blauen Stunde ist der Himmel in einem dunklen Blauton und die Lichter der Stadt leuchten bereits. Das sorgt für einen ganz tollen Kontrast. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du die blaue Stunde für Nachtaufnahmen nutzen. 13. Recherchiere bereits vorab die besten Fotospots. Gerade wenn ich einen Ausflug in eine Stadt plane, recherchiere ich gerne vorab ein bisschen, welche Gebäude in der Nacht besonders interessant sind. Welche Gebäude haben eine tolle Beleuchtung? Von wo hat man eine tolle Aussicht über das Lichtermeer der Stadt? So kann ich meine Route durch die Stadt ein bisschen besser planen. Manchmal mag ich es aber auch, mich einfach treiben zu lassen. Des Weiteren solltest du die Gelegenheit nutzen, wenn in der Stadt eine besondere Beleuchtung angebracht ist, zum Beispiel zu bestimmten Veranstaltungen oder zur Weihnachtszeit. 14. Achte auf den Wind. Durch die lange Belichtungszeit kann es zu unschönen Ergebnissen führen, wenn sich Elemente in deinem Bild im Wind bewegen. Beispielsweise können die Blätter von Bäumen sich bewegen und dadurch in deiner Nachtaufnahme verschwommen sein. So etwas lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Du kannst in diesem Fall entweder abwarten, dass sich der Wind etwas legt, oder versuchen, die Verwacklungen durch eine kürzere Belichtungszeit zu minimieren. 15. Die richtige Bildgestaltung. In der Nacht gelten in der Bildgestaltung die gleichen Regeln wie auch am Tag. Du solltest auf die Linienführung achten und auch auf die Aufteilung. Kannst du hier die Drittelregel anwenden oder wirkt das Bild besser symmetrisch? Laufen die Linien zu deinem Hauptmotiv hin? Ist klar, was dein Hauptmotiv ist? Das sind die Fragen, die du dir bei jedem Foto stellen solltest. 16. Vermeide unschöne Flecken und Spiegelungen. Gerade in der Nachtfotografie ist es wichtig, dass deine Linse sauber ist. Schnell entstehen sonst, erzeugt durch die Lichtquellen, unschöne Flecken im Himmel. Auch so musst du aufpassen, dass durch nahegelegene Lichtquellen keine unschönen Spiegelungen in deinem Objektiv entstehen. 17. Mehrfachbelichtung und HDR bei hohem Kontrastumfang.
Aufgrund der starken Beleuchtung von Gebäuden kann der Kontrastumfang so hoch sein, dass Stellen im Bild ausbrennen. Solltest du dieses Problem in der Nachtfotografie haben, kannst du dies durch Mehrfachbelichtungen und HDR-Aufnahmen umgehen. Nachtaufnahmen Tipp 18 bis 26. Kreative Ideen. Du möchtest Nachtaufnahmen machen, die sich von der Masse abheben und herausstechen? Einfach nur draufzuhalten ist dir zu langweilig? Ich habe ein paar Ideen, wie du zu kreativeren Bildergebnissen in der Nachtfotografie kommen kannst. 18. Lichtstreifen können das Bild aufpeppen. Nutze die Lichtstreifen von vorbeifahrenden Autos oder Fahrrädern, um dein Bild aufzupeppen. Klar, manchmal können die Lichtstreifen auch stören, aber probiere es einfach aus, ob sie dein Bild beleben und interessanter machen. Gerade wenn du mit Lichtstreifen bei Nachtaufnahmen experimentierst, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Du weißt nie, wie viele Autos innerhalb der Belichtungszeit vorbeifahren. Jedes Bild mit Lichtstreifen wirkt anders. Nimm dir Zeit, ein bisschen zu experimentieren. Beachte jedoch, dass durch das Licht der vorbeifahrenden Autos auch schnell überbelichtet werden kann. Eventuell musst du vorab deine Belichtungszeit so anpassen, dass es ohne die vorbeifahrenden Autos etwas unterbelichtet ist. 19. Glaskugelfotografie in der Nacht. Eine weitere kreative Idee für Nachtaufnahmen ist, das Motiv durch eine Glaskugel zu fotografieren. Auch damit hebst du dich von der Masse ab. 20. Breche die Regeln und passe deine Einstellungen an die Gegebenheiten an. Bei der Veranstaltung Kronach leuchtet habe ich beispielsweise eine durch Laser erzeugte Projektion fotografiert, die immer wieder gewechselt hat. Normalerweise verwendet man in der Nachtfotografie eine lange Belichtungszeit und eine niedrige ISO. In diesem Fall musste ich es jedoch schaffen, das bewegte Motiv scharf festzuhalten. Aus diesem Grund habe ich die ISO auf 3200 gestellt und somit konnte ich in der blauen Stunde mit einer Belichtungszeit von 1/50 Sekunden fotografieren. Es hat sich gelohnt, hier von der normalen Einstellung abzuweichen. Ich hatte das Bild beim Fotowettbewerb von Kronach leuchtet 2022 eingereicht und die Juroren waren so begeistert, dass ich mit dem Bild den ersten Platz in der Kategorie Lichtkunst erzielt habe. 21. Vordergrund macht Bild gesund. In der Fotografie gibt es den Spruch, Vordergrund macht Bild gesund, und das gilt auch für Nachtaufnahmen. Auch beim Fotografieren in der Nacht kann es von Vorteil sein, wenn etwas den Vordergrund belebt. 22. Neue Perspektiven machen Bilder interessanter. Experimentiere mit verschiedenen Perspektiven. Wie wirkt das Motiv, wenn du es aus der Froschperspektive fotografierst oder die Kamera nur knapp über dem Boden hast? Kannst du andere Elemente mit einbringen, die das Bild interessanter werden lassen? Fotografiere beispielsweise durch Öffnungen oder Geländer, durch das Laub von Bäumen oder was sich eben vor Ort ergibt. Versuche, neue Perspektiven zu finden, die noch keiner fotografiert hat. 23. Nutze eine Taschenlampe. Wenn du Nachtaufnahmen in der Natur machst und keine externen Lichtquellen hast, kannst du auch interessante Effekte erzeugen, wenn du eine Taschenlampe verwendest. Du kannst hiermit bestimmte Bereiche im Bild ausleuchten und somit in deinem Nachtfoto hervorheben. Auch hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. 24. Nutze Spiegelungen. Auch mit Spiegelungen kannst du außergewöhnliche Bildergebnisse erzielen. Ist vor deinem Motiv vielleicht ein mit Wasser gefüllter Brunnen, eine verglaste Häuserfassade, ein See oder ein Fluss? Es gibt viele Möglichkeiten, in denen sich dein Hauptmotiv spiegeln kann und die du nutzen kannst, um wirklich atemberaubende Bilder zu erzielen. Hier kann ich sogar von einem weiteren Erfolg berichten. Beim Fotowettbewerb von Kronach leuchtet 2019 habe ich ein Bild eingereicht, bei dem sich ein Teil der beleuchteten Kirche in einer Pfütze gespiegelt hat. Und mit diesem Bild habe ich den zweiten Platz in der Kategorie Architektur gewonnen. 25. Verwende ein Fischei-Objektiv. Ich liebe es ehrlich gesagt, mit einem Fischei-Objektiv zu fotografieren. Mit so einer Linse kann man ganz tolle Bilder machen, die sich von der Masse abheben. Je nach Aufnahmewinkel hat man eine stärkere oder schwächere Verzerrung. Mir persönlich macht es richtig Spaß, damit zu experimentieren. 26. Kreative Bildbearbeitung. Auch mit der Bildbearbeitung kannst du noch vieles aus deinen Bildern herausholen. Eine Änderung des Weißabgleichs kann schon für eine ganz andere Bildstimmung sorgen. Du kannst aber in der Bildbearbeitung auch weitergehen und ein Bild erzeugen, das du gerne gemacht hättest, wofür du aber die Gegebenheiten nicht hattest.
Ich habe zum Beispiel Spiegelungen in Flüssen schon künstlich erzeugt, da die Strömung im Fluss zu stark war und somit keine natürliche Spiegelung vorhanden war. Gerade in der Bildbearbeitung sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Natürlich gibt es auch hier immer Leute, die sagen, dass sie nur natürliche Bilder mögen. Wenn du jedoch Lust hast, ein Bild intensiver zu bearbeiten und dein Wunschbild zu erzeugen, solltest du dich davon nicht abhalten lassen. Das waren meine 26 Tipps für bessere Nachtaufnahmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du noch Fragen hast, hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Natürlich freue ich mich auch, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao!